Also ich finde das schon sehr beängstigend dahingehend, weil das ist absolut nicht das, ich sag mal, Bild von ja, Lebensrealität oder Gesellschaft, in dem ich am Ende irgendwann mal aufwachen möchte. In einem Kalifat, nee, eher so weniger Lust habe ich da drauf. Der Ruf Takbir, eine Aufforderung an die über 1000 Anhänger von Muslim Interaktiv, Allah zu preisen. 2 Stunden vor der Grenzüberschreitung. Alles wird perfekt vorbereitet. Schließlich soll es heute gegen die Medien und die sogenannte deutsche Wertediktatur gehen. Die meisten Demo-Teilnehmer kommen aus Hamburg und dem Umland. Weißt du, was mit dem Begriff deutsche Wertediktatur eigentlich gemeint ist? Weil ich habe das auf Twitter, als das vor 1, 2 Wochen eben rumging, da wurde ich auch gefragt, also was soll das eigentlich bedeuten? Und ich weiß es bis heute nicht. Weißt du da mehr? Nee, weiß ich tatsächlich auch nicht. Karl Schmitt hatte ja schon über die Tyrannei der Werte geschrieben, aber der kam ja jetzt aus einer anderen, nicht so islamistischen Tradition. Keine Ahnung. Ja, ob das irgendwie damit zu tun hat, dass man hier also diese traditionellen, also jetzt aus der Historie eher christliche Werte hat und man sich dem nicht unterordnen will oder so, ist aber reine Spekulation, ich habe auch keine Ahnung. Es müsste, Na wenn gut. Spiegel TV hier so einen Begriff aufwirft, dann müssten sie den auch erklären. Also, die können uns hier nicht irgend so eine randständige Islamistengruppe zeigen, die da so eine komische Demo veranstaltet, ohne uns vernünftig zu erklären, was die eigentlich wollen. Also, das ist auch, Da bin glaube ich ich, mal kein guter gespannt, ob. Journalismus, der hier gemacht wird. Ja, aber Spiegel TV, ich bin mal gespannt, ob die uns das erklären. Müssen Fragen einmal lassen ein wir bisschen, verteilen. Sie müssen einmal ein bisschen nach hinten gehen. Angeführt wird die Truppe von Rahim Boateng, einem Studenten mit Berufsziel Lehrer. In seiner Freizeit ist er Propagandist und offenbar kein Fan von Spiegel TV. Wir brauchen es nicht versuchen. Ich soll Sie nichts fragen? Wir brauchen es nicht versuchen. Wenigstens, worum es heute geht. Was ist Ihr Anliegen? Gibt keinen Kommentar. In den sozialen Medien ist er wortgewaltiger, verbreitet seine Ansichten zur Weltlage, gibt Tipps zum Dranglauben. Der Muslim ist stets bestrebt, mit all seinen Handlungen das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen. Zehntausende folgen seiner Gruppe auf TikTok. Ihre Videos werden millionenfach gestreamt, hunderttausendfach geliked. Seit März 2020 sind Boatengs Islamisten aktiv, provozieren online wie offline mit Inszenierungen wie dieser. Ein Aufmarsch mitten in der deutschen Hauptstadt. Bereits ein Jahr später erwähnt der Hamburger Verfassungsschutz die Truppe in seinen Berichten. Das finde ich ganz interessant. Hast du das damals mitbekommen, als die IB, die Identitäre Bewegung, das Brandenburger Tor darauf geklettert ist und ja auch mit diesen bildgewaltigen Guerilla-Aktionen, sag ich mal, auf sich aufmerksam gemacht hat? Ja, habe ich. Und das geht ja so rein, rein technisch jetzt auch so ein bisschen in so eine Richtung. Also es wird professionell filmerisch begleitet und man versucht irgendwie bildgewaltige Aktionen hinzubekommen. Also das finde ich tatsächlich ganz spannend. Das ist mir so gerade in den Kopf gekommen. Ja, das hatte ich mitbekommen, aber bei den Muslimen hier, da hatte ich das nicht mitbekommen. Das habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe irgendwie das vor ein paar Monaten vom Brandenburger Tor ge gebetet wurde. Das hatte ich noch am Rande gehört, aber davon jetzt das erste Mal. Politische Folgen hatte das bislang nicht. Wir beobachten Muslim Interaktiv, eine Organisation, die es erst wenige Jahre gibt, die versuchen, Muslimen ein Opfernarrativ zu vermitteln. Sie benutzen dafür gesellschaftliche Themen, beispielsweise der Koran, der in Schweden verbrannt wurde, oder beispielsweise auch der Nahostkonflikt seit dem 7. Oktober, wo man den Muslimen versucht zu vermitteln, ihr seid Opfer. So auch am Sonnabend vor 2 Wochen. Die Hamburger Morgenpost hatte Boateng auf der Titelseite. Für die Islamisten Grund genug zu suggerieren, dass die Medien nur hetzen. Mit blutigen Folgen. Darf ich fragen, was Sie für Zeitungen verteilen? Ich bin von Spiegel TV. Moin. Nee, danke. Sehen ja aus wie blutverschmiert, die Zeitung. Ja, die sind ein bisschen blutig. Geh mal weiter. Geh mal weiter. Geh mal weiter. Vielleicht würden Sie mir erklären, was Geh Sie mal weiter. Geh mal weiter. Warum sind Sie hier und was soll die Zeitung? Also mein Deutsch ist nicht so gut. Doch die Revolutionsgarde ist wachsam. Einmal hier raus, bitte. Wir wollten nur Hier fragen, was vorne ist die Positionspapier. Zeitung soll. Vorne können Sie Positionspapier nehmen. Wir reden nicht mit Presse, Andra. Wir machen die Demo So. wegen sowas. Wegen Sie. Ja. Schalten wir auf Pause.
Ich hasse diese Art von Journalismus. Hätten die uns nicht erstmal erzählen können, wofür diese Gruppe Muslim Interaktiv, ich kannte die bis vor ein paar Wochen noch gar nicht, das muss ich ja zugeben, halte die auch nach allem, was ich bisher erfahren habe, für nicht so relevant. Also die scheint ein paar tausend Menschen für so eine radikalen Demos da organisieren zu können, aber sonst scheint die ja nicht politisch nicht vernetzt zu sein. Also die könnten uns mal sagen, wofür steht die eigentlich? Also weißt du, ob die schiitisch oder sunnitisch sind beispielsweise? Ich habe absolut keine Ahnung. Das wäre mal eine interessante Information. Also wieso erzählt man uns solche grundlegenden Sachen nicht erstmal, bevor man die jetzt hier auf einer Demo hinterherläuft und weiß, dass die einem nicht antworten werden? Also natürlich geben die Spiegel TV keine Interviews. Jedenfalls nicht in diesem Setting. Ja, hier wurde eben auf dieses Positionspapier verwiesen. Das hätte man sich jetzt immer holen können und zumindest mal erklären können, okay, was ist eigentlich so genau deren Position? Aber vielleicht kommt ja noch was. Ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, hier im Chat wird gesagt, doch, sie sind wohl politisch vernetzt. Keine Ahnung, ob das mit dieser DAWA-Partei irgendwas mit zu tun hat, die jetzt ja gegründet wurde. Ich weiß es nicht. In welchem Parlament sitzt DAWA? In keinem. Komplett irrelevant. Das muss man, glaube ich, mal sagen. DAWA hat Verbindung zur AKP, das kannst du nicht unterschätzen, aber sonst. Ich bin mir nicht sicher, ob man die aktuelle Relevanz an Größe darauf schließen kann, wie gefährlich eine Ideologie ist oder wie gefährlich eine Gruppe sein kann. Weil letztendlich können sich ja auch Zahlen verändern und größer werden. Also ich bin gespannt, ob uns hier nochmal explizit etwas zur dahinterstehenden Ideologie verraten wird. Oder ob man jetzt halt die ganze Zeit keine Ahnung, ich weiß nicht, hat man das Wort Islamist überhaupt bisher genommen? Ich weiß gar nicht, wie hat man sie bisher betitelt? Ich habe schon wieder vergessen. Die Kalifat-Islamisten, so heißt die Doku. Okay, aber ich hätte mal gerne etwas über die und ihre Ideologie erfahren. Also so ist das hier nur sensationsheischendes. Guck mal, da sind ein paar komische Islamisten und wir versuchen die jetzt zu interviewen. Die wollen ja gar nicht mit uns reden, wenn wir irgendwelche random Anhänger auf einer Demo auflauern. Komisch. Also ich halte von dieser Art Journalismus nichts. Ja, vielleicht wird uns ja nochmal Näheres erzählt. Ich würde mich ja freuen. Aber man kennt ja Spiegel TV auch so ein bisschen, ne? Also das ist jetzt ja auch nichts Neues. Ich habe fast nichts von denen angeguckt bisher. Nee? Nee. Okay, also ich habe so ein paar Clips so von ab und zu, wo die bei so Demos und so waren, gesehen. Und das ist eigentlich so deren Standardvorgehen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass sie irgendwie so ein Autoritätsargument vorbringen. Der Verfassungsschutz hat gesagt nach dem Motto. Also das kam ja ganz oft dann bei diesen Corona und was weiß ich alles. Ja, mal gucken, wir können ja mal sehen, was noch kommt. Wieso denn? Wegen der Propaganda, was ihr da macht. Man ahnt, wo das Ganze enden soll. Und an Opferbereitschaft mangelt es auch nicht. Stopp! Die Medien der Hetze! Das Ziel, alle Muslime sollen in einem Gottesstaat, einem Kalifat leben. Was das zum Beispiel für Israel bedeutet, ist hier zu sehen. Die stilisierte Landkarte des jüdischen Staates. Darunter das Wort Kalifat. Darf ich mal fragen, warum bei Ihnen hinten Kalifat draufsteht? Sie sehen das Kalifat als die Lösung. Da wird das Kalifat in den Grenzen von Israel abgebildet. Hier geht es eigentlich in erster Linie darum, Menschen zu begeistern für die Idee eines Kalifats. Letztlich zu vereinen im Kampf gegen Israel, ideologisch im Kampf gegen Israel und natürlich auch ideologisch gegen unsere Gesellschaftsordnung in Deutschland. Für die Demo gibt es Auflagen, die vorgelesen werden müssen, auf Arabisch und Deutsch. Verboten ist, zur Vernichtung Israels aufzurufen und es ist untersagt, israelische Fahnen oder Flaggen zu verbrennen oder sonst zu zerstören oder zu beschädigen. Die Frauen der Männer stehen übrigens ganz hinten am Ende der Demo, verhüllt und mit Plakaten, aber ohne Stimme. Darf ich fragen, wieso Sie nicht vorne bei den Männern stehen? Keine Fotos, weil wir Frauen sind. Das wird getrennt, oder? Kein Kommentar. Als erster Redner am heutigen Tag gibt ein gewisser Bruder Elias den Einheizer. Immer dann, wenn die Muslime mit dem Rücken zur Wand standen, wenn das Leid und das Elend unerträglich wurde, wenn die Ungerechtigkeit ihren Gipfel erreichte, immer dann verhalf Allah die Gläubigen zum Sieg! Da ist sie wieder, die Opfererzählung von den angeblich entrechteten Muslimen in Deutschland und der Welt.
Es ist ein Mythos, der sich derzeit tausendfach vor allem in den sozialen Medien wiederfindet. Hier propagieren zahlreiche muslimische Influencer. Stopp mal kurz. Ja, ja. Also das ist ja jetzt schon ungeheuerlich. Die zeigen zuerst die Islamisten-Demo und jetzt blenden sie da den Account von Aggressionsprobleme ein. Also wer den nicht kennt, das ist ein TikToker, der sich oder hat auch einen YouTube-Kanal, der sich hauptsächlich mit Außenpolitik beschäftigt. Also das ist ja jetzt schon krass. Also ihr seht hier, ihr nimmt mal, also das wie bei den Querdenkern. Bei den Querdenkern, da hat man am Rande irgendwelche Reichsbürger gefilmt und seht her, hier sind die bösen Reichsbürger, das heißt, die Querdenker sind alle rechtsextrem. Jetzt zeigt man uns hier die Islamisten und ja, jeder muslimische TikToker, jeder muslimische YouTuber, der sich irgendwie zu Außenpolitik äußert, ist gleich ein böser Islamist, der Israel vernichten will. Also, oder was soll uns hier jetzt vermittelt werden? Also das ist doch wieder so eine lächerliche Propaganda. Und dann wird doch noch dieser Typ vom Verfassungsschutz gezeigt, der irgendwelche Allgemeinplätzchen absondern darf. Also, wie gesagt, ich mag diese Art und Weise, Journalismus zu machen, nichts. Wir haben nichts über deren Ideologie erfahren, außer dass sie die Muslime in ein Opfernarrativ, außer dass sie sich selbst als Opfer sehen, also moralistisches Politikverständnis haben, was für religiöse Extremisten jetzt relativ normal ist, und dass sie Israel nicht mögen. Was für Islamisten jetzt auch nicht das Ungewöhnlichste ist. Aber mehr haben wir über sie nicht erfahren. Wir wissen nicht, ob es Schiiten oder Sunniten sind. Wir wissen nicht, mit wem sie vernetzt sind. Und wir haben gesehen, dass die Frauen da hinten voll verschleiert, also nicht mal voll verschleiert, die meisten hatten ja ein normales Kopftuch, dass die da mit Kopftuch halt hinten auf der Demo stehen, was bei einer Islamisten-Demo auch zu erwarten war. Also, ja. Ich muss sagen, dass ich, warte mal ganz kurz, das ist jetzt interessant. Mein Stream auf YouTube wurde tatsächlich aufgrund dieses Videos vorübergehend gesperrt. Witzig. Ja, YouTube ist dahingehend echt schlimm. Aber okay, soll uns hier tatsächlich an der Stelle nicht weiter stören. Geh nicht nochmal online, sonst kriegst du einen Strike. Ja, nee, da bin ich jetzt wahrscheinlich automatisch auch jetzt offline, ne? Ja, aber wenn du nochmal online gehst, kriegst du einen Strike. Das ist mir schon mal passiert. Das war ein Grund, warum ich jetzt nur noch auf Twitch streame und nicht mehr auf YouTube. Ja, das ist ja crazy. Okay, interessant. Nee, ich kannte diesen Namen von dem TikTok-Account, über den du gerade erst gesprochen hast, tatsächlich nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Ich finde halt, oder ich hoffe halt, dass wir noch mehr über diese Geschichte, was die jetzt vertreten, mehr lernen oder uns mehr darüber erzählt wird, weil ich finde das eigentlich so grundlegend schon interessant. Also ich möchte gerne wissen, wenn es hier bei uns Leute gibt, die Forderung aufstellen, Deutschland in einen muslimischen Gottesstaat umzuwandeln, welche Verbindungen die haben, wie man das auch einschätzen kann, weil ansonsten müsste man jetzt gefühlt 10 Stunden nochmal detailliert recherchieren. Und ich möchte solche Leute halt nicht in einflussreicher Position haben. Definitiv nicht. Würde jederzeit gegen das, was die da gerade fordern, versuchen hier ja auch ganz offensichtlich jetzt im Falle dieser Demo den öffentlichen Raum zu besetzen. Und aus meiner Sicht ist das eine gefährliche Entwicklung, der man auch entgegentreten muss entsprechend. Definitiv. Aber um sich damit auseinanderzusetzen, müsstest du erstmal wissen, was die wollen. Ja, ja, klar. Und dieser Beitrag, der ist so grottenschlecht bisher. Okay, wir haben jetzt nur 6 Minuten gesehen, vielleicht wird er noch besser, dass du dich halt nicht mit denen auseinandersetzen kannst. Vielleicht gucken wir gleich nochmal gleich nochmal ein Originalvideo von denen an, wo sie sagen, was sie wollen, damit wir wirklich wissen, was die wollen. Und also das hier ist ja jetzt schon stark geframed, uns wird gar nicht genau erklärt, wofür die stehen. Ich meine, es gibt ja auch zig islamistische Strömungen, die alle total unterschiedlich sind. Also der politische Islam nach Hassan al-Banna unterscheidet sich ja stark nach dem, was beispielsweise im Iran an der Macht ist oder nach dem, was in Saudi-Arabien an der Macht ist. Also das sind ja alles unterschiedliche islamistische Strömungen, die du auch nicht in einen Topf werfen kannst, sondern die sich sehr feindlich gegenüberstehen. Aber das müsste so journalistischer Beitrag eigentlich sachlich aufschlüsseln. Bisher haben wir dramatische Musik und ganz viel in einen Topf geworfen und gar keine Erklärung von irgendwas gesehen. Also hier im Chat wird zumindest geschrieben, das ist pan-islamisch.
Ja, also jetzt haben wir wirklich bisher nur gesehen, dass man diesen Hoodie hatte, den Pullover mit Israel und darunter Kalifat stand. Also ist jetzt deren Ziel, dass Israel ein Kalifat ist und dann ist alles gut? Oder wollen sie, dass man quasi die ganze Welt in ein Kalifat umwandelt und was weiß ich? Das ist schon interessant. Dann lass uns mal, würde ich sagen, weiterschauen. Vielleicht wird uns ja noch was erzählt. Sie wollen die Einheit aller Muslime, die Umma, so wird das. Ist sie ein, heißt das, ich kenne mich, ich bin da leider nicht so sehr drin. Heißt das also, man möchte die gesamte Menschheit praktisch zu Muslimen machen? Heißt das das? Weißt du darüber mehr? Wir gucken uns dann mal, ich weiß nicht, wofür die konkret stehen, Muslim Interaktiv. Mhm. Ich habe von denen erst vor ein paar Wochen durch diese Demo mitbekommen. Ja, dieses Umma scheint ja irgendwie was Allgemeineres zu sein und nicht nur explizit auf die bezogen. Aber wir können ja einfach mal weiter gucken, wenn wir im Chat vielleicht oder in irgendeinem Discord beim Agitator oder bei mir, könnt ihr es ja vielleicht reinposten, dann können wir da im Zweifel schnell darauf zugreifen. Ideologie. Mit ihren Social-Videos erreichen die Pop-Islamisten ein Millionenpublikum. Warum gerade junge Menschen anfällig für extremistische Botschaften sind, untersucht Karl-Philipp Schröder am Kriminologischen Forschungsinstitut Hannover. Wir sehen zum Beispiel in unseren Analysen auch, dass der Zusammenhang zwischen der Befürwortung von islamistischen Aussagen und dem Gefühl, als Muslim in Deutschland diskriminiert zu werden, der ist da. Und das bedeutet auch, dass wenn man sich schon diskriminiert und ausgegrenzt fühlt, dann natürlich auch eine Bereitschaft da ist zu sagen, jetzt erst recht. Für eine Studie haben die Soziologen unter anderem, nicht repräsentativ, 300 muslimische Neuntklässler zum Thema Islamismus befragt. Also die höchsten Zustimmungsraten waren hier beispielsweise bei der Aussage, die Regeln des Koran sind mir wichtiger als die Gesetze in Deutschland. Da haben etwa 68% tendenziell zugestimmt. Oder aber auch die Aussage, nur der Islam ist in der Lage, die Probleme unserer Zeit zu lösen. Da stimmt etwa knapp die Hälfte der Befragten zu. So denkt auch dieser Herr. Mach mal Pause. Also das ist jetzt eine zu kleine Stichprobe, um da repräsentativ auf die gesamte Bevölkerung zu schließen. Wahrscheinlich, da müsste man weitergehende Umfragen machen. Aber das wäre, wenn sich das so bewahrheiten sollte, definitiv sehr besorgniserregend, wenn viele muslimische Schüler so denken sollten. Also das ist ja mit einem säkularen Staat nicht vereinbar, dass ein relevanter Anteil an einer Bevölkerungsgruppe oder die Mehrheit an einer Bevölkerungsgruppe ihr eigenes religiöses Buch da über das Grundgesetz stellt. Ja, und vor allem hat man ja auch die Situation, dass wenn man sich die Zahlen anguckt, bei eben, das sind die jungen Schüler, das sind eine Gruppe von Schülern gewesen und die hat 300 Personen und sie haben selber gesagt, das ist nicht repräsentativ. Und selbst wenn es am Ende 10% weniger sind oder was weiß ich, es wäre erstmal spannend, die Zahlen als repräsentative Zahlen zu haben. Aber dann ist es ja auch mal spannend zu überlegen, in dieser Alterskohorte ist ja auch der Anteil von, ich sag mal, muslimischen Schülern ein wesentlich größer als dieser Anteil von Muslimen in anderen Alterskohorten ist. Das heißt, es ist ja auch ein Wink so ein bisschen, was vielleicht so in 30 Jahren so in der Mitte der Gesellschaft potenziell ankommen könnte. Und da hat man dann natürlich ein Problem. Kann man Parallelgesellschaften jetzt ansprechen, die man hier leider irgendwo hat und Integrationsversäumnisse in den letzten Jahrzehnten und auch eine gescheiterte grundsätzliche Migrationspolitik, die da wahrscheinlich reinspielt. Und all das wird voraussichtlich, wenn sich diese Zahlen bewahrheiten sollten, für riesige innenpolitische Probleme bei uns sorgen, denn dann wird man irgendwann wirklich in so eine Art Kulturkampf abdriften. Die einen wollen letztendlich ein Kalifat haben und die anderen wollen es halt nicht haben. Und da habe ich ehrlich gesagt eigentlich nicht so Lust, dass man sich diesen Fragen dann irgendwann in dieser Dringlichkeit und Deutlichkeit stellen werden muss. Aber ja, es wäre interessant, diese Zahlen durchaus mal gesamt zu haben. Und dann müsste man ja aber auch da basierend drauf politische Schlüsse ziehen. Also das, finde ich, ist dann eigentlich nochmal die interessantere Debatte, weil das heißt ja, dass es eine nicht kleine Gruppe gibt, die dann tatsächlich all das, wofür dieses Land in den letzten Jahrzehnten eigentlich gestanden hat, fundamental ablehnen und die zumindest ansprechbar dafür wären, dass man eine islamische Herrschaft hier etablieren könnte.
oder wollte, zumindest könnte, ist eine andere Frage, aber wo zum Beispiel zumindest der ideologische Samen dafür gesät wäre. Wie du schon sagst, sehr besorgniserregend. Soll ich weitermachen? Mhm. Sein Name? Abul Bara kommt lustig daher, ist er aber nicht. Der palästinensische Flüchtling gilt als strammer Salafist mit eigenen Wertvorstellungen. Sollte man am besten reagieren, wenn die Frau einem Mann die Hand geben möchte? Mir ist das mal passiert im Büro. Da bin ich reingekommen, dann kam eine Frau und wollte mir ihre Hand geben. Ich habe ihr die Mappe gegeben. Sie hat sie auch genommen. Alhamdulillah. In einer kranken Welt, wo man dir erzählt, eine Familie besteht aus Vater und Vater. Ja, die Schwul war schwul, das meinst du. Und Mutter und Mutter. Und Vater und Haustier. Bald werdet ihr sehen, man kann bald sein Haustier heiraten. Der homophobe Prediger wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Auf YouTube hat er über 90.000 Abonnenten, auf TikTok fast 80.000 Follower. Warum, weiß Erin Güvercin. Der Publizist beschäftigt sich seit Jahren mit muslimischer Religion in Deutschland. Ist es so, dass Prediger, Imame oder religiöse Gelehrte eine ganz sperrige Sprache verwenden, die die Jugendlichen kaum verstehen? Und ein Abul Bara spricht in der Sprache der Jugendlichen, er spricht in einer sehr einfachen Sprache und er macht das auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Ein weiteres Betätigungsfeld des Salafisten sind sogenannte Umrah-Reisen, Pilgerfahrten nach Mekka. Hier mimt Abul Bara den freundlichen Reiseführer. Insha'Allah ta'ala ist es bald wieder soweit. Im Monat Ramadan wird die Umrah stattfinden. Laut Verfassungsschutz ist er wirtschaftlich am Mannheimer Reiseveranstalter Bakar-Reisen beteiligt. Genauso wie der folgende Herr, Deutschlands Top-Salafist Pierre Vogel. Ich frage mich, Sie haben mir am Anfang gesagt, dass, also ich habe den im Übrigen auch schon ab und zu auf TikTok mal gesehen, und die haben ja gesagt, es sei ein palästinensischer Flüchtling. Und ich finde es halt schon interessant, wenn solche Leute hierher kommen können und dann hier diese Form von Ideologie verbreiten dürfen. Und dass es da scheinbar, aus was für Gründen auch immer, keine Handhabe dagegen gibt. Ja, ich kenne mich mit seinem Einzelfall auch nicht, also ich muss sagen, ich wusste nicht, dass er palästinensischer Flüchtling ist. Ich kenne mich mit diesem Einzelfall nicht aus. Ich weiß nicht, wie da die Rechtssituation aussieht. Ich finde es nur interessant, dass jemand aus dem Ausland hierher flüchten kann und dann hier eine Ideologie predigt, die eigentlich gegen all das spricht, was bei uns irgendwie gesellschaftlicher Konsens darstellt. Da hast du recht. Aber mal was anderes. Hier haben wir wenigstens mal eine konkrete Ideologie, Salafismus. Mhm. Die hatten wir bei den anderen nicht. Also haben wir endlich mal von Spiegel TV einen Hinweis, in welche Richtung das gehen könnte. Ist ja, also die Frage ist jetzt, diese ganze Demo salafistisch oder ist die, wie gerade einige im Chat geschrieben haben, panislamisch? Das wären mal Informationen, die ich gerne haben würde. Mhm. Jetzt ist hier der Pierre Vogel. Das ist ganz, ganz spannend. Ich hatte ja vor ein paar Tagen mal gesagt, dass wenn es Leute gibt, die bei mir in der Community andere interessant finden, mit denen man mal reden kann, hat jemand geschrieben, ja, lad doch mal Pierre Vogel ein. Und jetzt ist er hier in dem Beitrag. Das finde ich gerade ein bisschen witzig. Ich weiß auch das nicht, Thema. Also einladen sollte man solche Leute definitiv und sich fragen, was sie wollen. Denn aus solchen schlechten Beiträgen hier erfahren wir es eher nicht. Also wie gesagt, jetzt haben wir wenigstens mal eine konkrete Ideologie gehört. Salafismus, glauben wir es, Spiegel TV einfach mal. Aber viel mehr über seine Forderungen hast du nicht erfahren. Also dass er angeblich homofeindlich ist, haben sie gerade eben noch gesagt. Aber irgendeine konkrete Forderung, keine Ahnung, Verbot der Ehe für alle, Verbot der Adoption von Kindern durch Homosexuelle, Verbot von Homosexualität, all davon haben wir eben gerade zumindest nichts gehört, sondern nur irgendwelche allgemeinen Aussagen, die so auch von einem konservativen AfDler stammen könnten. Ich meine, es wäre ja zumindest auch mal ein Punkt, wenn gesagt wird, diese Leute wollen beispielsweise irgendwie die Scharia als islamisches Recht einführen. Dann wüsste man ja zumindest schon mal bei so ein paar Punkten, woran man eigentlich ist. Wobei man auch da dann wieder sagen kann, das wird ja in verschiedensten Ländern, die sich irgendwie muslimisch nennen, ja auch unterschiedlich interpretiert und ausgeführt.
Aber dann hätte man ja zumindest mal so einen Ansatzpunkt, bei dem man anhaken oder einhaken könnte. Ist halt die Frage, ob diese Leute, und ich habe mich mit diesen Leuten, die jetzt hier gezeigt wurden, sowohl Personen, Einzelpersonen als auch, oder und die Gruppen, ich habe mich mit denen so selber noch nicht wirklich intensiv beschäftigt. Das heißt, ich weiß gar nicht, haben die jetzt zum Beispiel das Verbot der Ehe für alle, haben die so konkrete Forderungen oder bleibt das alles eher so in diesem Wagen, wir brauchen ein Kalifat, wir brauchen im Prinzip ja die Strukturen, die man vor 200 Jahren in der islamischen Welt hatte und das ist es dann? Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Nee, Salafisten, das ist radikaler. Salafisten, ja, also wie du es jetzt auch immer nimmst, die zählen zu den Wahhabiten. Also ich habe hier gerade eben noch mal nachgeguckt, damit ich auch nichts Falsches erzähle. Das ist ja doch sehr kompliziert, bei diesen ganzen Strömungen durchzusteigen. Aber diese Bezeichnung wird vor allem für nicht-saudische Wahhabiten genommen. Und das sieht wirklich eine strikte Gleichsetzung von Staat und Religion vor. Also die Gesetze des Korans in einer möglichst strengen Auslegung, so wie sie in Saudi-Arabien herrschen, so wie sie die Taliban in Afghanistan auslegen, so wie sie andere islamistische Gruppierungen auslegen, das ist der Status quo, der von denen gefordert wird. Und jetzt ist die Frage, erheben sie diese Forderung, weil ich da zum einen die Forderung Kalifat und zum anderen Kalifat im Nahen Osten gesehen habe, erheben sie die für Deutschland? Dann wäre das verfassungsfeindlich und da muss man überlegen, wie man dagegen vorgeht, wie relevant ist das, wie groß ist das Problem und wie verhindern wir, dass das noch mehr Anhänger kriegt? Oder fordern sie das fürs Ausland, für die islamische Welt? Denn das ist ja eine Forderung, die hat ja jetzt erstmal nichts mit deutscher Innenpolitik zu tun, dann ist das deren gutes Recht, das zu fordern. Aber wenn sie das für Deutschland erheben, wenn sie hier irgendwelche Forderungen, keine Ahnung, Todesstrafe für irgendwas wieder einführen, keine Ahnung, Steinigung für Ehebruch oder so, dann keine Ahnung, ob das jetzt so in der Scharia steht. Ich kenne mich mit islamischem Recht nicht so aus. Also falls mich da jetzt irgendwer wieder in den Kommentaren korrigiert, da gibt's ja immer einige Schlaumeier, die immer alles besser wissen. Aber wenn die sowas fordern, dann muss man das auf jeden Fall bekämpfen. Aber es könnte ja aber auch irgendwie eine Synergie in dem Sinne sein, und da spekuliere ich jetzt auch einfach, dass man eben, weil dieses Israel-Gaza-Thema gerade ja sehr groß ist, dass man den Fokus darauf legt. Und dann hat man ja erstmal schon diese Akzeptanz für wenn diese Gruppe davor jetzt, diese Muslim Interaktiv, wenn das auch eine salafistische Gruppe ist, dann hätte man ja die Idee des Kalifats in die Köpfe reingepflanzt. Das wissen wir nicht. Dieser eine Typ da war salafistisch. Bei Muslim Interaktiv, da haben die uns nicht gesagt, welche Ideologie die verfolgen. Es ist jetzt so eine Spekulation, aber wenn diese Leute das dann ist das zumindest eine Richtung, in die das gehen könnte, dass man dadurch natürlich auch diesen Gedankenschluss, diesen Zirkel oder diesen Gedanken weiterdenkt. Im Nahen Osten ist es gut, da geht es. Also müssen sie es ja auch machen. Aber keine Ahnung. Naja, also ich drück mal weiter. Vom 24.12.2019 bis zum 4.01.2020 werde ich inshallah Medina und Mekka besuchen, um die Umrah zu verrichten und hier die Prophetenmoschee zu besuchen. Und ihr könnt dabei sein. Die Pilgerfahrt zur Heiligen Moschee, die einmal im Leben Pflicht für gläubige Muslime ist, kostet 2.500 Euro. Bremen, Samstag vor 2 Wochen. Im islamischen Kulturzentrum wird prominenter Besuch erwartet. Heute kommt Abul Bara. Wir sind von Spiegel TV. Dürfen wir 1-2 Fragen stellen zu Herrn Bara heute? Herr Bara wird ja vom Verfassungsschutz beobachtet. Es wird gesagt, er ist ein knallharter Salafist. Dass der heute hier eingeladen wird? Mach mal kurz auf Pause. Okay. Mhm. Wie gesagt, Salafist, wenn er es sein sollte, wäre das auf jeden Fall verfassungsfeindlich, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dass die jetzt schon das 10. Mal hier gefühlt den Verfassungsschutz als Autoritätsargument verwenden. Also das dient auch wieder unterbewusst dafür, den Verfassungsschutz als Autorität zu stärken, wenn der gegen irgendeine linke Gruppierung oder gegen die AfD vorgeht. Also das können sie dann in der nächsten Reportage, keine Ahnung, irgendein BSW-Politiker oder irgendein AfD-Politiker da beobachtet wird, wieder als Autoritätsargument gegen die verwenden. Also da sollten wir vorsichtig sein. Also wie gesagt, selbst wenn das jetzt bei Salafisten relativ unstrittig sein sollte, dass die verfassungsfeindlich sind, aber da sollten wir immer vorsichtig sein, die Autorität von solchen Institutionen, die auch uns feindlich gesonnen sind, zu stärken. Ich meine, es wäre ja eigentlich sehr einfach. Man könnte eine Aussage von diesem Prediger in diesen Videobeitrag einbauen, wo er sich zu diesen salafistischen Dingen bekennt. Wie du ja eben ausgeführt hast, was dahinter steckt. Und dann könnte man ja entsprechend basierend auf seinen direkten Aussagen damit weiterarbeiten. Aber das ist ja bisher nicht passiert.
Also du hast diese paar TikTok-Ausschnitte eben gesehen, aber wie du schon richtig gesagt hast, Aussagen, die gegen die Ehe für alle oder gegen, ich sag mal, neuere Arten von Familienbildern gehen, das kannst du auch genauso in verschiedensten anderen politischen Richtungen finden. Das ist wahrscheinlich nichts Ordinäres, was man dort bei den Salafisten oder wenn da jetzt einer ist, sehen kann. Oder das ist wahrscheinlich bei verschiedenen. Also wenn er jetzt gesagt hätte, Homosexuelle gehören vom Dach geworfen oder gesteinigt. Okay, das wäre eine klar verfassungsfeindliche Aussage. Das würde auf die Abschaffung von Grundrechten hinauslaufen. Also generell wie jede Forderung nach Wiedereinführung der Todesstrafe. Egal für welches Delikt. Aber das haben sie uns halt nicht gezeigt. Also damit uns jetzt wirklich einige aus dem Chat oder so nicht falsch verstehen. Es geht jetzt nicht darum, dass diese Islamisten hier nicht so schlimm sind, wie sie uns hier erzählen, sondern es geht darum, dass das hier wirklich grottenschlechter Journalismus ist. Dass Spiegel TV einfach mal belegen könnte, was sie hier erzählen und nicht einfach nur erzählen, warum die angeblich so böse sind, ohne uns was zu zeigen. Ja. Der Staatsschützern ist die Moschee als Salafistentreff bekannt. Im letzten Jahr war Bara fast jeden Monat einmal hier. Wir sind von Spiegel TV. Heute kommt Spiegel TV, der größte Schrott, da wollen wir gar nicht mitreden. Spiegel, nein. Da wollen wir gar nicht erst mitreden. Warum kommen Sie? Weil die Zionisten sind. Mit Zionisten spreche ich nicht. Was erwarten Sie? Ein Vortrag, kein Kommentar. Ja. Herr Badder, der Verfassungsschutz warnt vor dem. Der sagt, der ist gegen unsere Grundordnung, unser Grundgesetz. Viele Vorteile. Der Prediger, der eigentlich in Berlin wohnt, gilt bei den Sicherheitsbehörden als große Nummer. Auch dem Verfassungsschutz Bremen ist er wohl bekannt. Wollen wir es an der Stelle beenden oder wollen wir Krautler einführen für Verfassungsschutz? Also das. Ich hab mir auch gerade gedacht, das ist gefühlt das Wort, welches, wenn man es zählt, am häufigsten genutzt wird. Also wir haben jetzt ja noch 9 Minuten theoretisch vor uns. Ich glaube, wir hätten wesentlich mehr über Muslim Interaktiv erfahren, wenn wir einfach auf eine der Reden da reagiert hätten, wo sie uns sagen, wofür sie stehen. Also, hier haben wir jetzt eigentlich nur erfahren, okay, da ist ein salafistischer Prediger dabei, dieser Abu Bara, und der Verfassungsschutz beobachtet die. Das ist das, was wir erfahren haben. Und wie gesagt, Salafismus ist wirklich eine sehr radikale Ideologie, definitiv verfassungsfeindlich. Aber ja. Meine Frage vom Anfang bleibt halt einfach noch bestehen. Wenn du Leute hast, die eine solche Ideologie vertreten, also warum können die hier noch einfach so rumlaufen, wenn sie selber überhaupt gar nicht von hier kommen? Ich habe keine Ahnung, ob der Typ einen deutschen Pass hat oder sowas. Warum wird da nicht entsprechend gegen vorgegangen? Also warum können die hier noch ihre Sachen so durchziehen? Also was heißt gegen vorgegangen? Also erstmal hat er das Recht auf Meinungsfreiheit, wie jeder deutsche Staatsbürger auch. Also du kannst halt nicht einfach so Leuten in Deutsch, also konntest du bis vor wenigen Jahren nicht, mittlerweile wird das ja auch schon mit zahlreichen Oppositionellen gemacht, deswegen sollte man mit solchen Forderungen sehr vorsichtig sein. Du kannst halt nicht einfach Leuten Demos untersagen oder sie an der politischen Meinungsäußerung behindern. Nee, aber wenn sie die Forderung aufstellen, immer jetzt vorausgeschickt, dass dieser Prediger hier wirklich ein Kalifat möchte und sowas, wenn und die Scharia oder sowas einführen will als Salafist, wenn er das ist, dann hattest du ja selber gesagt, wäre das verfassungsfeindlich. Also man möchte im Prinzip die Ordnung, die wir hier haben, einfach mal komplett man will eigentlich eine muslimische Herrschaft etablieren. Säkularer Staat, nein, wäre weg. Und da müsste man doch, wenn diese Person keinen deutschen Pass hat, Möglichkeiten haben, die auszuweisen. Also, ich verstehe es nicht. Ich weiß, also man weiß ja, man lässt ja Leute nicht rein. Also Martin Sellner hat man nicht reingelassen, Giannis Varoufakis hat man nicht reingelassen. Also wie gesagt, mit solchen Instrumenten, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Mal abgesehen davon, dass du generell nicht so viel Migration aus arabischen Ländern hier reinlassen hättest dürfen und dich möglichst dafür einsetzen solltest, dass möglichst viele Flüchtlinge wieder zurückkehren. Also genau, könnte man ja da drunter laufen lassen. Aber ja, jetzt aber aus politischen Gründen Leute auszuweisen, das sehe ich grundsätzlich skeptisch, weil das dann, wie gesagt, Leute wie Giannis Varoufakis trifft, die eben mit Islamismus nichts am Hut haben, sondern die einfach der Bundesregierung gerade nicht passen. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich sehe halt da nur eine Person oder mehrere Personen, die eine Ideologie vertreten, die ich für absolut gefährlich halte in diesem Land, die sehr viel Schaden anrichten kann. Und sehe halt einfach oder frage mich, welche anderen Möglichkeiten man in Betracht ziehen kann,
um so etwas zu verhindern. Denn ich möchte nicht, dass wir in 30 Jahren wirklich in der Situation sind, dass gefühlt ein Drittel der Bevölkerung sich sagt, wir möchten dieses Land in ein Kalifat umwandeln und wir sind bereit dafür, weil man dann irgendwann auch eine so kritische Masse erreicht hat, vielleicht sogar gewalttätig dafür einzutreten. So, das ist so ein bisschen dieses Schreckensszenario, was ich in weiter Zukunft als Möglichkeit erachte oder bezeichnen würde. Wie gesagt, du solltest Migration aus diesen Ländern generell, also du solltest Migration von außerhalb der EU generell stoppen. Also dass die große Nachteile hat, also jetzt abseits auch vom politischen Extremismus, auch an normalen kulturellen Veränderungen, auch an Verschlechterung der inneren Sicherheit, das ist ja alles klar. Und ich glaube, dann ist auch dieses Schreckensszenario von der demografischen Masse auch schnell wieder weg, wenn man die Migration aus solchen Ländern stoppt. Also guck mal, ja. Da können wir uns ja darauf können wir uns ja einigen, dass man da entsprechend politisch handeln muss, was den Zuzug anbelangt und dass sich das Problem dann mehr oder weniger wahrscheinlich lösen würde, zumindest, dass das keine kritische Masse wird, die in der Lage ist, wirklich einen Herrschaftsanspruch zu stellen. Ja, ja. Die Frage ist, wie gesagt, wie groß ist der Anteil unter den Muslimen, die es hier in Deutschland gibt? Also Muslime in Deutschland an Gesamtbevölkerung sind, glaube ich, 6-7%. Müsstest du gucken. Und die meisten, also wir haben eben vorhin andere Zahlen gehört, da müsstest du dich, ich würde schon schätzen, dass die meisten hier mit einem säkularen Staat, wie wir ihn gerade haben, einverstanden sind. Also ich kann mir diese Zahlen von vorhin da schwer vorstellen, da viele muslimische Ausländer hier auch aus eher säkularen Ländern wie der Türkei kommen oder vor einem islamistischen Regime wie im Iran gerade geflohen sind und dann, glaube ich, Besseres zu tun haben, als hier in Deutschland an einem islamistischen Gottesstaat zu basteln. Aber das ist, wie gesagt, jetzt nur eine Einschätzung. Müssen wir uns nochmal Zahlen ansehen. Wir haben ja gerade nur eine Umfrage unter 300 Schülern gesehen, was ja absolut nicht repräsentativ ist. Also da müssten wir uns noch mehr Zahlen reinholen. Die Doku war jetzt leider sehr dramatisch, sehr auf, guck, wie böse sie sind, ohne irgendwas zu erklären. Also eben geht es um Muslim Interaktiv, dann geht es um plötzlich so eine Umfrage unter 300 Schülern und dann geht es schon um diesen Abu Bara. Also alles so vollkommen durcheinander und 10-mal mittendrin wird der Verfassungsschutz erwähnt. Also keine Analyse, also auf Basis von solchen Berichten hier kannst du eigentlich keine vernünftigen politischen Diskussionen führen. Also schaut mehr Arte und weniger Spiegel-TV, können wir, glaube ich, zum Abschluss hier sagen. Ja, wollen wir uns dann, du hattest mir ja noch was geschickt, dann könnten wir ja prinzipiell wechseln oder